Hallo und herzlich willkommen zu The Forest gemeinsam mit der Jazz. Hallöchen. Und dem Drama. Hallo. Hallo und mir, der Janka. Dem dramatischen Lama. Wir sind immer noch in der Höhle, haben keine Ahnung, wo wir sind. Guck mal. Und vielleicht geht's jetzt sogar dem Ende entgegen. Ach Quatsch. Doch, ich könnte mir das gut vorstellen. Lama hat keinen Bock mehr. Das stimmt nicht. Lama hat Bock. Lama holt nur mal beim Keller zuschauen. Ja, das stimmt. Das ist echt etwas sehr frustrierend. Also einfach mal bei einem Lama reingucken. Ah, da ist ein Tier. Überlebende. Überlebende. Mutanten. Hallo, ist irgendwas? Haha, ja, jetzt brennst du nicht. Das hast du doch. Beste Mann nicht gekommen. Alter, die sind voll gut. Was ist? Nein, du musst mich angreifen. Nehmt mal jetzt die Kletterdinger. Ich weiß nicht, warum du brennst. Ja, die Klettergänger sind wirklich voll gut zum Kämpfen. Aber da du kommen die gar nicht schnell an dich ran. Du schlägst einfach so schnell zu. So. Okay. Perfekt. Möchtet ihr vielleicht noch ein kleines Feuerchen machen und Kannibalenbeine essen? Nein. Nee, ich habe gerade gegessen. Ey, wenn ich mich hier so umgucke, wir haben jetzt hier aktuell 6 Häuser. Ja, Häuser. Alle gelb, ne? 7 Häuser. 2, 4, 6. Wo geht's hier weiter? 6. Aber die sind alle gelb, ich hab doch die Farbe. Ja, aber da gibt's noch eins links, da ganz links davon, siehst du das? Das ist das 7. 2, 3, 4, 5, 6. Ne, wir sind trotzdem nur 6. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann links 7. Nee. Egal. Dann guck bei mir, so. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo wir hier lang sollten. Hier hinten ging es doch auch noch kurz lang, oder? Warte Jess, mal, wo gehst du denn guck mal eben hier. Wartet doch mal auf mich. In die Höhle. Ah nee, das ist das gleiche Höhle, okay. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz die Fackel hier anzünden. Aber das ist zu... Hm. Nein, hier kann man doch lang. Was denn jetzt? Vielleicht werde ich ermordet. Bin einfach rübergehüpft. Leute, wo seid ihr denn jetzt hin? Ach, da vorne. Ja, wir machen hier Wallclimbing, ne, Hügelhopping. Mhm. Ah, da hinten ist Jess, ich sehe sie. Könnte man hier schwimmen? Hast du mal geguckt? Ja, also nee, das habe ich nicht geguckt. Vielleicht gibt es da noch ein Loch. Naja, aber ich war ja vorhin eigentlich bei der Keykarte, ne? Also es könnte doch dann sein, dass hier irgendwo ein Labor oder irgendwie so ein Zeug ist. Also es muss ja was Hochtechnologisches sein. Ein Labor. Ne, wofür brauchst du sonst vielleicht die Keykarte? Ist ja einfach was ist denn hier? Komm mal her. Ich weiß. Und dann bin ich zurückgerannt, weil ich gesagt habe, vielleicht werde ich erschlagen, wenn ich hier lang gehe. Entweder von das euch sieht oder von tatsächlich aus wie bei Indiana Jones oder so. Jetzt greife ich von links und rechts Fallen, solche, ne? Solche Fallen, solche Klingen kommen. Lama, komm jetzt mal her. Ja, aber jetzt stresst doch mal nicht so. Du stirbst nicht. Kannst ruhig durchgehen. Jetzt tot. Vielleicht ist er einfach bei diesen Priesterleuten. Guck mal, hier liegt ein Foto. Ein roter, langer Gang. Vielleicht führt der zu so einer Tür. Hier. Okay. Guck mal, Lama. Keycard. Wir brauchen eine Keycard. Shit. Wie geil ist das? Aber ich hab's ja gesagt, da ist irgendwie so ein geheimes Labor oder so. Wir sind doch bei Lost hier. Aber wie geil es ausschaut. Cool. Thumbnail. Janka kennt ja schon das Ende schon längst. Ja, aber ich wusste nicht, wo es... Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Okay, wir brauchen unbedingt die Keycard. Wir müssen aber... Wir können ja nicht nachgucken, wo das war. Das ist voll gemein. Das waren einfach nicht nur... Sein. Das war auf jeden Fall in der Höhle und da waren einfach nur Leichen. Ganz viele. Ja, ne? Ja, hatten wir das vielleicht schon mal und dann sind wir abgestürzt und sind dann dort nicht mehr hin? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals eine Keycard hatten. Lama behauptet ja, wir hätten die Keycard schon gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Also ich denke, da war was. Ich bin mir sicher, wir hatten die nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Überhaupt null. Wärst du? Mhm. Ich glaube, wir hätten die aber auch aufgehoben, wenn die in der Hand gehabt hätten, hätten wir das, glaube ich, gemacht. Aber ich glaube, wir hatten die. Ich kann mich nicht dran erinnern. Falls sich eventuell einer der Zuschauer noch dran erinnert, möge er sich doch bitte mal melden, hatten wir die Keycard oder nicht? Bei Lama. Wo auch immer. Also ich will eigentlich nur wissen, ob wir die hatten. Also Free Spirit hatte bei Twitter letztens gesagt, wir brauchen noch eine Keycard und das war mir völlig neu. Was liegt denn da unten? Nichts, okay. Das sah einfach nur so aus. So, jetzt müssen wir hier einfach nochmal raus. Das war's jetzt quasi? Ist doch irgendwie blöd, oder? Wie kriegen wir denn dann die... Wir müssen in irgendeine andere Höhle und die Keycard suchen. Verdammt.
da ist noch einer. Seid ihr da? Ich bin irgendwo hinter dir gleich. Warum hast du so ein rotes Licht? Ich hab mir nochmal alles an. Lama. Ich hab kein rotes Licht. Huch, aber bei mir hast du ein rotes Licht. Sind sie tot? Nicht. Ja, ne? Ja. Und findet ihr ja, nochmal? Jetzt aber. Ich will auch nochmal. Jetzt. Also bei mir ist dein Licht rot, Lama. Ich habe keine Ahnung, wieso. Vielleicht, damit man es unterscheiden kann. Wahrscheinlich, wenn die Batterie fast leer ist oder so. Glaube ich nicht. Wie kommen wir hier nochmal raus? Wie kamen wir hier rein? Ich habe keine Ahnung. Was ist da ist ja noch einer. Ja, da ist noch einer. Sieh mal, wie du da reinleuchtest. Wo kommen die plötzlich alle her? Die waren doch eben noch nicht da. Also in der Höhle könnten die ruhig mal diese Wohnungsanzeigen da wegmachen. Sag mal, hör mal auf hier. Geht mit drauf aus. Ach so, ein hässlicher. Ey, was ist, wenn da hinten irgendwelche Forscher drin sind? Das sind bestimmt die Priesterleute, die herausgefunden haben, dass sie an diese roten Männer glauben. Und hast du mich gerade genau, und dann haben die sich nämlich rot angemalt und dann konnten die hier einfach ganz easy peasy durchlaufen. Ich will auch rot anmalen. Und haben sich dort ihre Basis gebaut. Oder ich bin echt gespannt. Züchten die Kannibalen. Vielleicht züchten die Kannibalen auch. Ja. Vielleicht essen die Kannibalen. Wie kommen die denn sonst hier hin? Jetzt sind wir in einem großen Projekt gelandet. Hier ist gar nichts. Ich glaube, die haben sich ein bisschen von Lost inspirieren lassen, ne? Meinst du? Ja. Mussten wir da lang? Hier geht's nicht weiter. Wir müssten wieder klettern, ne? Ja, aber wo? Hier jetzt links hoch, oder? Links auf dieses klettern? Ding und den Folgen. Ja. Ich bin zu fett, ich komme nicht drauf. Komm nicht hoch. Jetzt ist ja dann wieder die große Frage, wie zum Geier kommen wir aus dem Loch raus? Wie zur Geier holen wir uns die Kika? Das heißt, wir müssen schon wieder in dieses Türding reingehen und dann 1 Million Kilometer laufen, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Nee, ich glaube, von unten kann man wirklich hochklettern, einen Weg. Ich müsste aber gucken, wo. Wie kommen wir aus dem Loch hier raus? Wie sind wir hier reingekommen, Verfluch? Dort, wo du gerade bist, oder? Aber wo? Hier? Ah, hier, okay. Jess? Ja, okay. Ah, okay. Hier wieder runter. Nee, nicht hoch. Was machst du denn, Junge? Ja, lass dich doch fallen. Warum auch immer. Ja. Jetzt hat mich Jess beinahe wieder weggeschoben. Gar nicht. Liebe es. Ach so, vielleicht bin ich runtergefallen. Jess ist so Anti-Team. Ich bin auch runtergefallen. Anti-Team Jess. Ja, natürlich. Kann ich nicht auch noch ein Seil? Nee, natürlich nicht. Da läuft sie immer alleine rum. Wartet auf niemand. Ihr quasselt immer so viel und ihr lasst euch immer so schnell aufhalten. Sagte Jess, ne? Ja. Oh, ich bin mal wieder abgewandert, weil da ein Reh war. Ja und? Oh, plötzlich sind 2 Folgen aber vergangen und wir waren noch nicht mal in der Nähe des Lochs. Ja, aber warum? Oh, wegen dem Reh. Wollte, da noch bauen. Nein, wartet mal, keine Ahnung. Wo geht die denn hin? Wir machen uns sauber. Ja, wir gucken, ob da unten noch was ist, wo man... Nee, da ist doch nichts, da bin ich doch getaucht. Ich bin einfach gefolgt, weil ich dachte... Weiß ich doch nicht. Sie kennt den Weg. Die auch zuhören müssen. Oh. Ach stimmt, da wolltest du ja noch... Nee, das war jetzt gleich. Ich bin reingefallen. Scheiße. Ach, du bist so ein Reinfall. Oh. Der war ja so gut. Nicht. Ja, voll gut. So nur neidisch, dass er dir nicht eingefallen ist. Ja. Ich wüsste gerne mal, warum man die Dinger hier kaputt machen kann. Ich wüsste gerne, wo die verdammte Keycard ist. Ich google das gleich. Nein, du kannst das nicht googeln. Na gut, dann google ich das nicht. Und wir dann haben übrigens noch immer das Katana nicht. Das stimmt, das wird uns auch noch. Ja, dass wir angeblich super easy bekommen sollten. Ja, wenn man die Höhle findet. Aus der Höhle am Strand oder so. Nee. Doch? Nee, was? Weiß ich nicht, habe ich so gelesen. Wo bin ich gerade? Ah, hier müssen wir tauchen, oder? Mussten wir irgendwo tauchen? Okay. Ich fülle mal eben mein Ding wieder auf. Oh, ich bin gerade am Verdursten. Toll. Ist das hier das ganz große Ding, wo wir irgendwie da raus müssen, oder? Wir sind jetzt... Scheiße, meinst du, das ist das? Nee, wäre ja Quatsch.
Wir haben doch da was eingebaut, oder? Wir haben doch da so ein Häuschen hingestellt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr taucht gerade raus, ja. An dem Häuschen seid ihr schon vorbei. Ja, ich jetzt glaube ernsthaft? Auch. Da habe ich gerade gespeichert. Ja. Wieso sagst du denn nichts? Das sagt doch keine Ahnung, ihr seid doch schon. Das ist wieder typisch Chess. Wir müssen gesagt, dringend Leute, daran arbeiten. Leute, euren Kanister auf, bevor ihr da jetzt reingeht, habe ich gesagt. Nein, hast du nicht. Aber wenn mir keiner zuhört, kann ich ja nichts dafür. Das nicht gehört. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht unterwegs anfange zu verdursten. Ja, oder zu verhungern. Mir geht's echt schlecht. Deswegen stand ich ja nur rum und hab noch gemacht. Oh, ja. Okay, ich bin oben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn wir nach oben schwimmen? Nee, es ging jetzt. Okay. Ich habe vielleicht noch so 15% von dem Balken. Von was denn? Sauerstoffbalken. Achso. Meine Taschenlampe ist schon wieder am Arsch. Batterie hält einfach nicht lang genug. Was esse ich denn? Ich hab gar nichts mehr. Ich muss Snack essen. Oh Gott. Da. Also es könnte gut sein, dass ich jetzt sterbe. Lama gleich im Wasser wieder belebt. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich weiß nicht. Oh, hier geht's raus, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo es hochgeht. Oh, bitte. Da sind zwei Eingeborene da hinten. Ich sehe es halt komplett nicht. Ist Eingeborene oder ist ein Arm sie? Ich hab's geschafft. Ich hab's überlebt. Lama, komm her. Ich bin so fertig. Das wäre ein großer Popo hier. Was stand dann da gerade? Equip. Okay. So, weiß gleich du. Mal nachfüllen. Oh Gott, wo hänge ich jetzt fest? Da hinten sind 3 Ureinwohner. Ich muss jetzt echt was essen. Brauchst du noch was? Hast du noch einen Snack? Und was trinken? Ja, alles gut. Jetzt geht's mir wieder ganz gut. Tagchen. So, wo haben wir denn unser Häuschen hingestellt? Da hinten, ne? Da oben. Lass uns doch mal zu dem Häuschen gehen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja. Aber wie kommt man denn hier wieder raus? Wir gucken gleich. Mach doch nicht so einen Stress. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Mutanten mehr. Sieht aber bisher noch gut aus. Naja, wir haben alles getötet. Also eigentlich sollten die uns jetzt nicht auf den Sack gehen. Also auf der Seite haben wir zumindest alles getötet, ja. Aber heißt ja nichts. Könnte ja respawn sein. Ja, meinst du, es geht so schnell? Weiß es nicht. Da, speichern! Ja! Sehr gut. So, wir speichern auf Slot 1 mal wieder. Okay. Alles gut. Müsste echt mal meine Axt mit Zähnen und so kombinieren. Fällt mir gerade mal ein. Mach ich die ganze Zeit gar nicht. Wie kommen wir hier wieder weg? Vorne dran, dass wir vielleicht. Kann man hier dran vielleicht klettern? Ich glaub's irgendwie nicht. Ich hatte halt immer gehofft, dass man hier so rauskommt. Seht ihr da drüben diesen Wasserfall? Oder dieses Ding, was da so reinkommt? Ich dachte, dass man hier einfach mal so schön hochklettern kann. Ich bin wieder nach oben. Hallo. Wie bist du da hochgekommen? Gesprungen. Ist dein Ernst jetzt? Ja. Und wie geht's weiter hoch? Weiß ich nicht. Man kann auch, glaube ich, hochgehen. Was macht denn Janka da wieder? Ich bastel gerade an meiner Axt rum. Janka ist immer nur am Basteln. Oder am Reparieren. Ah, nee. Lama will immer nur bauen. Das stimmt ja gar Wände nicht. Bauen. Ich will immer nur. Janka ist das immer mit den Mauern. Also, ich denke, wir sollten es vielleicht mal da drüben probieren. Guck mal, vielleicht können wir hier hochklettern. Auch noch die andere Seite mit Zähnchen. Habe ich noch Zähne? Ja, oder wir müssen wieder durchs Tor. Aber das wäre schlecht, weil ich kaum noch Medikamente habe. Geht nicht mehr, ist schon voll, oder was? Schade. Na gut. Ja, ich glaube, hier kann man hochklettern. Da vielleicht. Ja, aber bis ganz da oben kommst du ja auch nicht. Ja, aber das geht hier jedes Mal. Aber die Wand gegenüber sieht doch gut aus. Die sieht relativ gerade aus. Ich bin jetzt irgendwie hier reingebuggt. Ich probiere das jetzt. Klettern hier dran. Super, ich bin verbuggt. Ich sehe dich überhaupt nicht mehr. Wo bist du überhaupt? Ja, weil ich hier drin war in der Mauer. Hier oben bin ich. Hier oben. Ach da, okay. Ja. Also man kommt hier wohl weiter. Ich probiere jetzt da hinten. Du kannst dich hier einhaken. Zack. Da kannst du nach oben.
Aber ich glaube, du musst regelmäßig loslassen und dann hier wieder versuchen, dich so hoch zu kraxeln. Scheiße. So. Irgendwie muss es doch gehen. Wenn die das hier so behaupten, ne? Irgendwo muss es auf jeden Fall eine Ecke geben, wo man klettern kann. Ich habe das im Video gesehen. Ja, ne? Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich komme hier nicht ran. Oh Gott, ist das schief und krumm hier. Ah! Ja, da kann ich nicht weiter. Jetzt! Wo bist du denn, Lama? Naja, immer noch beim Wasserfall, aber schon relativ weit oben. Jetzt hänge ich schon wieder fest. Ich kraxel ja auch rum. Ich glaube, das sind die Punkte, wo man anfangen kann zu klettern, oder? Wieso hänge ich denn hier immer fest? Warum komme ich denn da nicht hoch? Diese Wasserfälle. Wie bist du denn da hochgekommen? Weißt du nicht, irgendwo geklettert. Kannst du halt irgendwo eh drücken. Am also Wasserfall. Ich hänge jetzt fest. Hellenstein. Bei mir geht gar nichts mehr. Ah, jetzt. Okay. Ich stehe hier. Von Lampen da hinten. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, toll. Aber weiter geht's damit hier, glaube ich, auch nicht. Oder was? Weiß es nicht. Ich weiß, du stehst hier nicht. So ganz. Hm. Naja, wir haben ja unten gespeichert. Also mal abwarten. Hm? Ach, da seid ihr. Ja, davon auf die andere Seite. Ja, ich komme jetzt halt nicht mehr raus. Also ich bin... Und da halt die Hoffnung, dass hier irgendwo... Die wir müssen nochmal neu laden. Nein. Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du nicht loslassen einfach? Nein, ich hänge ja nicht mehr. Oh, muss mal zu springen. Ich hänge in irgendeiner unsichtbaren Wand wahrscheinlich fest. Ich versuche zu springen, es tut sich nichts. Ich versuche mich zu ducken, es tut sich nichts. Ich schlage. Dann kommt zwar eine Animation, aber sonst passiert da nicht mehr viel. Und mir ploppt immer der Wald auf, wenn ich durch einen Baum, durch einen... Okay, hier geht's nicht weiter. Rechts von dir vielleicht. Wollen wir denn dann einen Cut machen? Ist auch wieder blöd, weil die Folge ist ja fast rum. Na, klettert doch da einfach noch mal ein bisschen. Dann können wir ja sehen, ob wir dort rauskommen und dann können wir das nächste Mal erklettern. Also hier sieht's bisher ganz gut aus. Jetzt stehe ich irgendwo. Aber hier kommt man nicht weiter. Das ist so steil dafür. Irgendwie. Janka, kommst du jetzt direkt bei dem einen Ding, wo du davor stehst, noch? Oder nicht? Nee, hier geht's nicht hoch. Seht ihr eine Höhle? Gar nichts mehr. Ich komplett verwirrt. Da kommen wir hoch. Ich glaube, da oben steht doch unser Ding, oder? Wenn ich mich nicht irre. Okay, mal lang. Dieses Spiel. Ja, wenn es halt nicht so verpackt wäre. Ich sehe den Wald durch die Wände. Den Wald sehe ich auch immer mal wieder. Ich werfe jetzt einfach Dynamit. Ah, da hinten. Wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich zu der Höhle. Ja? Wo ich vorhin rauskam, ja. Müsste hier nur irgendwie nochmal an die Wand kommen. Das klappt leider nicht. Oh, jetzt falle ich gleich. Okay. Das war ein Kuddelmuddel. Heißer, ey. Jetzt hier hochgehen wäre geil. Oh mein Gott, da oben sind ja Kletterdinger. Und habe ich einen Knall. Kann ich festhalten. Die grünen. Nee, das kann schon sein. Irgendwo hängen die. Hm. Also es sieht von meiner Position aus sehr interessant aus. Was ist denn das? Ach nur, irgendwas Grünes, was in der Luft schwebt. Ja. Ja, keine Ahnung. Jacke kommt immer höher. Gleich. Vielleicht bin ich da, glaube ich. Oh mein Gott, ich komme immer höher. Als wäre das jetzt nicht mein Ziel. Nee, ihr könnt echt rausklettern. Cool. Sag doch, dass das geht. Ich bin oben. Funny. Ja, ich bin auch gleich oben. Ich höre schon wieder Monster hier rumrennen. Toll, zwei Stück. Ich bin auch oben. Gut, dann können wir das in der nächsten Folge ja... Nee, lass uns jetzt mal speichern. Dann sind wir schon mal oben. Ja, ehrlich. Danke. Ich noch mal hoch. Ach, da hinten ist ja unser Haus. Entschuldigung. Lass doch mal speichern, dann sind wir ja schon oben. Super. Ach, und Jess, da sind aber Ureinwohner. Ich weiß. Aber ich muss ja hier lang. Oh Gott, die hauen mir jetzt in die Fresse. Ein Energy-Ding drin. Weg! Häng ich hier an einem Felsvorsprung und komm Das ist echt geil. Ja, das ist ein Rau. Wow. Oh Gott. Nein, Mann, hau. Das war nicht mein Ernst. Lauf einfach weg, danke. Ich komm nicht weg!
Ja, Lama, sofort. Warte. Gut, ich beende die Folge schon mal an der jetzigen Stelle, denn bei mir gibt's echt nichts zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Lama. Das macht ja gleich alles kaputt. Manu.